Tadadadam. Die Karte war's. Ah, die Karte. Jetzt haben wir endlich eine Karte. Ich glaube, ich bin wieder zurückgegangen. Kann das sein? Ja. Kann nicht nur sein. Das ist so. Warum haben die eigentlich nicht irgendwie, keine Ahnung, Triforce-Zeichen oder das Symbol des Tempels auf diesen blöden Stein? Warum ein Zeichen des Islams? Das ist aber überall, ne? Ja, also hätten die auch für jedes Tempel eine eigene Textur machen können. Das ist doch einfach, als sich mit dem Islam anzulegen. Wahrscheinlich haben sie es deshalb auch rausgemacht bei Master Quest. Ja, und sehr wahrscheinlich bei 3D dann auch. Oh, hier ist ein Schalter. Ach ja, jetzt geht das Wasser hier ab. Link muss dann dauernd überall Wasser ablassen, wirklich. So, dann wollen wir mal hier runter. Mit unserem tollen Helia-Schild. Der extrem cool aussieht in dieser Textur. Ja, das tut er. Aber sonst hat das auch noch eine Menge Retro-Feeling, diese Texturen. Ja, ja, also das mag ich ja an den Texturen. Sie verbessern das Spiel in einer gewissen Art und Weise. Aber es bleibt trotzdem nur noch dieser alte Charme erhalten. Ja, aber wenn du so ein Full-Texturen-Dings drin hast, wo alles anders aussieht, dann ist es doch ein bisschen ja, das ist, zu viel. Das ist kacke. Also es sollte schon noch so der Charme vom Zelda da bleiben. Kannst du das Blut darstellen? Ich weiß es nicht. Könnte auch Tomatensaft sein. Das ist wahrscheinlich Tomatensaft. Oder Fingerfarbe. Ist Tomatensaft. Tomatensaft-Party. Warum eigentlich immer unter Wasser die Gänge immer so mit Tomatensaft voll? Also wirklich. Ich weiß es nicht. Eine Mini-Kiste, ist die süß. Ja, die beinhaltet den Schlüssel, den wir gebraucht haben. War Tomatensaft tranken. Ich bin mal gespannt, wie viel Zeit ich jetzt in diesem Let's Play wieder im Wassertempel verplempere. Ich habe im ersten Let's Play habe ich 14 Parts gebraucht. Im Wassertempel. Das hast du dann professionelle Hilfe? Das war, naja, ich habe hier noch ein Lösungsbuch, eine Komplettlösung von Zelda liegen, von Ocarina of Time. Original-Lösungsbuch. Was noch. Das waren die offiziellen Spieleberater. Ja, was noch sehr gut erhalten ist. Ich habe von Majora's Mask den offiziellen Spieleberater. Hatte ich auch mal, aber der ist jetzt nicht mehr so gut erhalten. Möchtest du mal meinen Yoshi's Island Spieleberater sehen? Der ist so oft zerlesen geworden, der ist komplett auseinander. Ist aber noch komplett erhalten. Ja, also bis auf so. Wieso beschäftige ich mich eigentlich mit dir? Imba-Gegner. Wir sind sowas von falsch. Ja, also mein Zelda Ocarina of Time Spieleberater, der ist noch sehr gut erhalten. Also. Kannst du sogar noch auf eBay oder so verkaufen. Ja, aber das ist, wäre sehr schmerzhaft für mich, den zu verkaufen. Natürlich, und vor allem da sind auch so schöne Artworks und so ja. Drin, die man sonst nicht so oft sieht. Zum Beispiel, was an dem offiziellen Spieleberater zu Yoshi's Island einmalig ist. Da stehen die Namen der sieben Yoshis dran. Cool. Ja, die meisten kennen die Namen gar nicht. Das ist, und da steht nur in diesem einen offiziellen Spieleberater drin. Kommt man sich mal voll Fame vor, wenn man den Namen dann verkünden kann, die keiner kennt. Ja, ja. Ich war so mal so lieb und hab sie unter Suishumarus Yoshi's Island Plus gepostet. Ja, hat sogar einen Daumen nach oben bekommen, dieses Kommentar. Geschichten einfach, weil das wohl auch eine Info ist, an die man nicht so einfach rankommt. Ja. Weil diese Spielberater sind jetzt auch ziemlich hoch im Kurs. Das glaube ich, hat bei einem Spiel wie Zelda über 10 Jahre alt. Oder Yoshi's Island, noch älter. Ja. Und Ocarina of Time ist einfach immer noch eins der ewigsten Spiele, die es jemals gab. Das gibt's gar keine Diskussion. Ja, bei mir ist Majora's Mask noch da drüber, weil ich so ein bisschen lieber habe, aber sind beide geniale. Und vor allem Zelda, das erste Spiel mit einem Lock-on-Feature, ja. Und ich glaube, Ocarina of Time war auch das erste 3D-Zelda, kann das sein? Ja, das war eins der ersten Spiele, die auf der 64 erschienen sind.
die ersten 3D-Effekte hatte, soweit ich weiß, bei Yoshi's Island. Das hat ein eigenes Modul gekriegt in der Super Nintendo dafür. Ach, auf die Schatten auf dem Boden. Könnte eine Hand vom Himmel fallen. Ach ja. Eigentlich bräuchten wir doch jetzt unseren Bogen und so, ne? Ich glaube, den habe ich noch nicht. Ja, ich glaube, den kriegen wir jetzt. Oh, wenn ich diese Bilderrahmen nur sehe. Boah. Irgendwie läuft es einem da ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn man sich daran erinnert, so als erstmals Kind da durchgelaufen ist. Aber eigentlich müsste ich jetzt den Bogen kriegen, in der Theorie. Die Gegner hatten wir da vorne schon im Boden gesehen. Mm. Das ist so geil, dass die da in der Luft laufen können. Wenn du da hingehst, dann, naja. So, jetzt ist alles ein bisschen sicherer. Jetzt kommen noch ein paar mehr dazu. Ha! Wir haben drei Stück in einen Raum gepackt insgesamt. Obwohl der Oster war ziemlich leicht zu besiegen. Jo. Der zweite scheint sich auch nicht für dich zu interessieren. Nee. Irgendwie eine sehr schöne KI hier. KI? Wissen die damit schon was KI ist? Natürlich, ansonsten würden sich die Viecher ja nicht bewegen. Ja, aber die waren auf jeden Fall noch nicht so komplex. So, komm mit du her. Nur denkt, es gibt heute Spiele, in denen die gesamte Tagesabläufe haben und die Tiere da auch wirklich sich wie Tiere agieren in der Umwelt und so. Da konnte man das noch nicht von erwarten. Das ist richtig, ja. So. War das Spiel mit der schönsten KI, das ich bis jetzt gespielt habe, ist Gothic 1. Das hat richtig schöne KI. Das hat richtig schöne Grafikglitches gerade gehabt hier. Der Feenbogen. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn auf den doofen C-Knöpfen platzieren. Drücke C, um den Bogen zu benutzen. Halte C und zähle mit Dings und lasse C los, um Pfeile abzuschießen. Ja, ja. So, haben wir unser nächstes Item. Wo du noch mehr Pfeile verschwenden kannst. So, was packt man jetzt weg? Fanghaken schon mal nicht. Also ich bin jetzt ein ganz großer Freund von dem Bogen und hallo! Da bin ich gerade auf irgendeine Taste gekommen. Das war, glaube ich, die Windows-Taste. Ja. Wie gesagt, ich bin großer Freund von den Bögen in jeglichen Zeldas. Was muss man da nochmal tun, damit die... der Irrwisch spawnt? Ah, der war gerade im Bild drin, ne? Das heißt, du kannst da jetzt einen Pfeil hochschießen. Das ist der blaue, ne? Ja, ist der blaue. Also, als ich kleiner war, waren diese Bilder richtig gruselig, fand ich. Weil da war was drauf und dann plötzlich war nichts mehr drauf. Und dann brannte das einfach ab. So, dann wollen wir uns mal um den Geister kümmern. Welchen ich hasse, ist, glaube ich, der gelbe. Wenn man dieses Würfelrätsel lösen müsste. Nettie, einer der Irrlichtschwestern. Ziele auf sie, sobald sie erscheint. Wenn man sie mit Y schreiben würde, wäre sie ein Yoshi. Der heißt auch Nettie. Nettie. Na los, komm hin. Bevor du eine Dekunus wirfst, nutze lieber das Schwert. Ich stell mir gerade vor, du stehst da vor dem Ding, hast es fast besiegt und gehst dann durch diese blöde Tür durch. Also Nettie ist ja noch einfach. Ah, scheiß Vieh. Na los, zeig dich. Oh, ey. Möchte ich mal einen Bogen nutzen? Nein, ich habe so viel Skill, das schaffe ich auch ohne Bogen. Okay. So, zack. Und jetzt nochmal los. Komm, mach! Oh, du lebst ja immer noch, du Scheißvieh.
Da hätte ich jetzt gerne irgendjemand, der sagen kann, wie viel HP die haben, wie viel Schwertstreiche man ausführen muss. Jetzt, ja. Jetzt ist tot. Die arme Nettie. Nettie ist tot. Nein, sie ist nur K.O. gegangen. Ja, genau. Kann man Geister töten? Schwierig. Ist das ein Schlüssel drin oder ne? Ne, ist wohl der Kompass dran, ne? Ja, da wir den noch nicht haben. Ist auch mal eine Herausforderung, ein gesamtes Zelda komplett ohne Karten durchzuspielen oder so. Naja, gut, wenn du die Dungeons kennst. Blind am besten noch. War da oben eigentlich noch irgendwas? Da oben war eine Sackgasse, oder? Ja. Wir haben da oben den Bogen bekommen und das war's, ne? Ach ja. Oder auch nicht. Da müssen wir wohl zu späteren Zeitpunkt nochmal hin. Ich glaube, da müssen wir erstmal den anderen Geist besiegen. Ich glaube, der war nämlich erst als zweites geplant, dieser Geist. Echt? Ja. War Nettie wirklich der zweite? Welcher kam denn davor? Also der Gelbe? War das mit dem Würfelrätsel und der Grüne? Da bist du ja. Das ist der Rote, ne? Ja, der Rote war wirklich als erstes, stimmt eigentlich. Mal an das Bild da erinnere ich mich irgendwie am besten, weil das, was über der Treppe hing. Wie heißt die? Lass mal nachgucken dann noch. Dann haben wir mal, kannst du ja dann alle Namen mal zusammensuchen von den vier. Wie heißt denn du? Hetty! Nettie und Hetty. Oder Hetty und Nettie? Hetty und Nettie. Gibt's auch Fetty? Heißt da der dritte. Na komm. Na hallo. Ja, Betty würde vielleicht auf einen passen. Dass du als Kind schon die Schlagkraft von einem Masterschwert haben könntest. Ja, der Deko-Stab. Hat die Schlagkraft des Masterschwerts. Okay. Ein Sprungangriff damit könnte schon so einige Bosse fast instant töten. Zum Beispiel der im Lord of Jabus Bauch der Zwischenboss. Hm. Äußerst nerviges Gefieh, ja. Ne? Deko-Stab, Sprungangriff, Instant Death. Da ist er sofort tot, bräuchtest nur einen Angriff. Mit dem Holzstab. Mit einem Holzstab im Sprungangriff, als Kind. Mhm. Weil es so stark ist, wie wenn Link mit dem Masterschwert einen Sprungangriff macht. Das ist der kleine Schlüssel vor oben. Deshalb war Nettie wohl eher als zweites gedacht. Meinte da unten den Schlüssel für da oben, ja. Chris, ja. Jetzt haben wir jetzt schon mal zwei Flammen. Schon mal die halbe Miete. Ja. Weil noch ein paar Rätsel auf uns zukommen. Mit und mit ohne Hände. Mit ohne? Aber auch mit Händen. Ich hasse die Hände. Wie war das hier nochmal? Achte auf die Schatten. Navi? Na komm, Navi, sag's. Auf jeden Fall ist das einer dieser Räume, die man drehen konnte. Ja, sie sagt jetzt. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen.